Der Bundesgerichtshof hat den als Autoschreck von München bekannt gewordenen Michael Hartmann freigesprochen und die gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe aufgehoben. Hartmann ist seit 1988 immer wieder über falsch geparkte Autos gestiegen, auf vielbefahrenen Straßen spazieren gegangen, um Autofahrer zu defensiverem Fahren zu zwingen. Dies ist nach Ansicht der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sondern allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung, meine Damen und Herren.